Was ist das? Das ist ganz ein genialer Inhalator, der funktioniert mit ätherischem Öl. Ganz einfach und unkompliziert, ohne heißes Wasser, ohne einen roten, verquollenen Kopf, zum nachher zu arbeiten, und ultra super schnell parat. Was du brauchst, ist der Machhalt-Inhalator mit dem Nasenaufsatz. Das sind so zwei kleine Flügel. Genau. Die kann man hier dran stecken. Man kann entweder über Mund-Rachen inhalieren oder über das Nasenstück für Stirnnebenhöhle wie Schnupfen. Was brauchst du noch? Du brauchst noch ein Inhalieröl. Und ich empfehle natürlich, das von Machhalt zu nehmen, weil es sehr mild ist und es ist wässriger in der Konsistenz als die meisten anderen ätherischen Öl. Und es ist so rein, dass man es direkt inhalieren darf. Es kommen etwa 5 Tröpfchen rein. Wenn du die Packung oder die Anleitung liest vom Machhalt-Inhalator, dann steht, dass jetzt noch ein bisschen Wasser rein tun soll. Ich empfehle immer, mach es ohne Wasser, wenn es geht. Und wenn es gar nicht geht, dann mit einem kleinen Fläschchen noch ein bisschen rein oder mit einem Pipettchen 2-3 Tröpfchen. Weil sonst ist das nachher zu flüssig und es besteht Gefahr, dass es zu fest aufziehst. Da in dem Inhalator drinnen, siehst du jetzt das Öl in diesem Bögli unten? Und es hat so Kugeli oben aus Glas eingebettet, dass wenn du ziehst, gehe ich auf die Seite, dass das nicht direkt aufgezogen werden kann, wie mit dem Röhrli. Es gibt so ein bisschen gurgelndes Geräusch, ich mache es nochmal. Und es kommt ganz häufig gerade ein bisschen Hustenreiz, auch bei mir. Und das braucht ein paar Mal Zeit. Mach 10 bis 20 Atemzüge, wenn du kannst. Und wenn du lang genug inhalierst, dann ist das ätherische Öl nachher ganz weg und landet in deinen Lungenbronchien, was dir helfen, Entzündung zu beheben und was dir helfen, Schleim zu lösen. Jetzt, wenn du Schnupfen hast, tu ein Aufsatzstück dran für die Nase. Mit einem kleinen Gummi verbunden. Und jetzt kann ich bequem so in diesem Bögli heben, an die Nase ansetzen und schön einziehen, kommt ein bisschen Hustenreiz am Anfang, ganz normal. Und nimmt er auch da Zeit, um auch da 10 bis 20 Mal zu inhalieren, ganz in Ruhe. Wenn jetzt du fertig inhaliert hast oder du hast nicht so viel Zeit, stell den Inhalator in ein Glas, im Badzimmer, wo zu deiner Zahnbürste. Und wenn du später kommst und hast Hustenreiz oder Schnupfen, dann kannst du ganz schnell einfach noch 2-3 Atemzüge nehmen und es ist schon parat. Jetzt steht aber in der Anleitung, man soll das jedes Mal auseinandernehmen und alles reinigen. Wenn nur du den Inhalator für dich brauchst, finde ich, kannst du das 2-3 Mal brauchen, wenn es noch vorig hat. Weil es ist ja von dir selber und es wirkt desinfizierend. Wenn du aber ganz genau willst, dann wird jedes Mal alles gereinigt mit Wasser. Und zwar tust du hier unter dem Wasserhahn am besten Wasser schön reinlassen. Ein bisschen schütteln. Und dann auslaufen. Zum Trocknen würde ich das Aufsätzchen wegnehmen. Und du kannst den Inhalator umgekehrt in dein Zahnglas tun und so bleibt alles trocken im Bad. So schnell geht inhalieren, inhalieren to go, für jeden kurzen Moment. Für immer, wenn es gerade pressiert, wenn die Nase zu ist, wenn du die Nase voll hast und wenn du wieder mehr Luft brauchst in deinem Leben. Probier es aus. Ich finde es ist genial
Und wenn du es so kaufst, kannst du es kaufen im Set, so verpackt, mit einem schönen Case. Du kannst es mitnehmen auf die Reise. Das Öl hat drinnen Platz und der Inhalator. Und so kannst du es im Badzimmer versorgen, dann, wenn du es nicht so brauchst. Und dann, wenn es immer wieder die Jahreszeit ist, lass es davor im Zahnglas. Es können schon kleine Kinder inhalieren mit dem Macholdinhalator. Dort gebe ich nur ein oder zwei Tröpfchen von dieser Essenz rein und tue tatsächlich noch 3-4 Tröpfchen Wasser drin, aber wirklich nur Tröpfchen. Und dann habe ich es fürs Kind und dann kann man helfen, so inhalieren. Die meisten Kinder haben das lieber, weil auch da nicht der heisse Dampf kommt und der Kopf unter dem Tüchli manchmal unangenehm ist. Also, inhalieren to go! Viel Spass!